Raymond Blue, wie geht's? Wolltest trotzdem mal droppen? Ja, wieso nicht? Ich meine, wie gesagt, ich hätte ja sogar wirklich Bock drauf, aber es ist schon sehr umfangreich und schwierig. Aber vielleicht mit Elder Scrolls 5. Moment, sind wir bei 5 jetzt? Ich glaube schon. Könnte man das ja vielleicht wirklich mal nochmal angehen, das Ganze. Wer weiß. Mal schauen. Oh, das ist, glaube ich, eine Diamanten-Loot-Chest. Nein, nicht die Diamanten verlieren. Oh Gott, ich muss dringend Geld ausgeben. Ich hoffe, ich reite in die richtige Richtung. Was ist denn das da? Irgendein, ich weiß nicht, was es ist, ein Anlass, Geld auszugeben. Also mache ich das, damit ich die Diamanten mitnehmen kann. Die brauchen viel Geld im Geldbeutel. Ach, komm schon. Nein, bleib doch jetzt drin. Ja, danke. Aber sind auch wichtig. Ah, ich glaube, das ist eine Steinmine. Das ist super. Wir können ab jetzt bessere Upgrades vornehmen. Unsere Siedlungen noch stärker ausbauen als vorher. Eine Pokémon-Lorecore-Video. Warum nicht? Es gibt ja... Ich habe mir ja schon... Oh, cooles Schiff im Hintergrund. Hey, das ist das erste Level im Spiel. Das ist das erste Level im Spiel von ihr. In... Oh Mann, so viel Diamanten. Und ich finde das Dorf nicht. Ich glaube, ich reite in die falsche Richtung, oder? Ich fürchte schon. Die Gier klaut nämlich die Diamanten jetzt dann. Ah, shit, falsche Richtung. Die Gier klaut jetzt nämlich die Diamanten und es dauert ewig, bis ich die zurückkriege. Und gerade am Anfang wäre das für wichtige Upgrades wichtig. Schade. Im Nintendo eShop ist gerade ein recht interessanter Zelda-Klon im Angebot. Chelner Legends. Ist wie Link's Awakening in Düster. Das kenne ich. Das sagt nichts. Ah, die kommt gleich. Wisst ihr, was ich mache? Ich lasse hier ein bisschen Gold liegen, damit ich die Diamanten mitnehmen kann. Komm schon. Du bleib im Geldbeutel. Da ist Platz. Ja. Oh, er balanciert an der Ecke. Ist cool. Passt schon. Haben wir. Shit. Auf jeden Fall habe ich... Hier gibt es ja zu Pokémon witzige Fan-Theorien. Und ich habe mir selber eine super passende Story zusammengelegt, was in der Pokémon-Welt eigentlich los ist. Da könnte man ein Lore-Video dazu machen. Also eher so ein Fanfiction-Lore-Video. Weil ich glaube, so viel echte Lore gibt es nicht im Pokémon-Universum. Fürchte ich. Kostet aktuell nur 1 Euro. Ah ja, das ist cool. So 99-Cent-Spiele, da kaufe ich ja öfter mal ein. So, da ich jetzt anfangs in die falsche Richtung gelaufen bin, haben wir eventuell ein Problem. Eventuell ein Problem. Schauen wir mal, ob ich vielleicht noch schnell Bogenschützen zusammenkriege. Wir brauchen eigentlich auch Handwerker. Ah, Mist. Weil wo kriege ich sonst einen Handwerker her? Und dann kann ich nichts bauen. Naja, schauen wir mal. Nacht müssen wir überstehen. Der Edelstein balanciert immer noch oben auf meinem Taschenrand. So, in der Einrichtung habe ich so viel Gold liegen lassen. Da kommt bestimmt eh nichts. Bauen wir hier schnell eine Mauer vielleicht. Ich meine, es kann sein, dass wir die erste Nacht sogar noch Schonfrist kriegen. Möglich. Ah, nee, da kommen sie schon. Nix mit Schonfrist, aber die Mauer steht. Wir haben einen Bogenschützen, das müsste schon passen. Auf der Seite dürfte nichts kommen, weil da habe ich genug Gold liegen lassen, dass da wir unsere Ruhe haben erstmal. Aber trotzdem eine Mauer, aber eigentlich. Herr Bogenschütze, wenn Sie eben mal kurz bitte hierher kommen könnten. Er kommt nicht hierher. Was für ein Trottel. Oh, jetzt hat er irgendwoher eine Münze bekommen. Ich bin mir nicht sicher, woher. Aber gut, jetzt geht er. Kann man sich mal einen größeren Geldsack kaufen? Ne, das geht nicht. Damit muss man haushalten. Kauf mal Blood and Bacon auf Steam. Ist richtiger Trash. Oh ja, ich meine, also auf Steam gibt es echt sehr viel richtigen Trash. Was da in den letzten Jahren, nicht erst in den letzten Jahren, aber seit die die Floodgates geöffnet haben, seit im Grunde alles auf Steam released werden darf, ist es echt krass, was da alles für Müll reingeschwemmt wird. Oh ja, guck, hier könnten wir jetzt schon einen Kristall ausgeben und irgendeinen permanenten Bonus aktivieren. Mache ich jetzt mal.
Ach so, und jetzt will die auch noch Geld? Na super. Dachte der Diamant reicht schon. Jetzt auch noch Münzen. Hält mal bitte den Wald. Wir haben ja nur einen Handwerker, oder? Ich hätte nicht so viele Bäume in Auftrag geben sollen, verdammt. Aber jetzt habe ich, glaube ich, wenigstens das nötige Kleingeld, um hier den Schrein zu animieren. Es sieht fast so aus, als wäre das ein Bauernschrein. Als hätten wir jetzt mehr Glück beim Farmen oder sowas in der Art. Gut, die Bäume muss ich unbedingt stehen lassen, sonst verschwindet der Händler. Und das wäre ziemlich blöd. Das wäre nicht gut für unsere Siedlung. Wir brauchen dringend irgendwie neue Siedler. Wir haben nämlich nur einen einzigen Jäger momentan. Das ist wenig. Warum kann ich denn bitte den Hund hier nicht retten? Eigentlich kann man den Hund mit Geld... Ach so, warte, ich muss nur eine Münze draufwerfen, oder? Ja, jetzt haben wir einen Hund. Oder in dem Fall wahrscheinlich eher einen Wolf, oder... Ich weiß nicht genau, was das ist. Ein Wolf, der so ein bisschen fuchsartig aussieht. Ich sollte aufhören, Bäume fällen zu lassen. Es ist schon zu spät, Mensch. Wir bringen unsere paar wenigen Handwerker, die wir haben, in Gefahr. Der Hund bellt auf jeden Fall in die Richtung, aus der die Gier kommt. Den kann man so ein bisschen als Giersensor benutzen. So ist es zumindest im Hauptspiel, also im Standardspiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier bei unserem neuen untoten Volk hier genauso ist. Er ist nicht wirklich super gut, aber er ist schon nützlich. Aber nicht so nützlich wie Jäger. Jäger sind einfach so cool. Jäger sind einfach der Shit. Okay. Händler. Das ist erst Morgengeld für mich, ne? Schade, schade. Na gut, machen wir heute nichts mehr. Machen wir heute mal einen Ruhetag und morgen müssen wir unsere Verteidigung ein bisschen ausbauen. Vielleicht unser Hauptzelt schon aufbessern. Mal schauen. Ein Fellbiest aus Herr der Ringe. Ich weiß nicht mehr, wie die aussehen, aber sind die nicht größer? Das ist schon sehr klein, das Ding. Aber es bellt wie ein Hund. Überall Hühnchen. Wenn jetzt Landsquids da wären, um die zu mounten, dann hätten wir eine unbesiegbare Armee. Aber naja. Haben wir nicht. Ich glaube, ich baue das Haupthaus jetzt schon aus. Ta-ta-ta-ta. Gut. Die Trine-Spiele, ja, die kenne ich natürlich. Vielleicht. Ich meine, wer weiß, vielleicht sind einfach unsere Protagonistin, alle Menschen hier und das Pferd riesig. Und auch der Esel. Und auch die Hühner. Ich meine, die Hühner sind wirklich ziemlich riesig. Hm. Und die Fellbestie ist quasi normal groß. Wer weiß. Okay, Tag 3. Cool, kam gar keine Gier heute Nacht. Ich werde mal in beide Richtungen unsere Mauern eine Stufe erweitern. Weil je näher wir am Wald sind, desto ungefährlicher wird es für unsere Jäger und Bauleute, den Wald abzuholzen. Nirgends ist ein Dorf, das mir neue Rekruten bringt. Das ist irgendwie echt ein Problem, ein bisschen. Zumindest keins. Das wäre schon echt gut. Du spielst echt gern diese 2D-Plattformer. 2D-Plattformer habe ich eigentlich schon ewig nicht mehr gespielt. Super Meat Boy war, glaube ich, der letzte 2D-Plattformer, den ich wirklich wie blöd gespielt habe. Ich mag nicht mal die 2D-Marios so gerne. Natürlich schon. Gerade die Klassiker. Aber... weiß nicht, da bin ich rausgewachsen. Früher mochte ich 2D-Plattformer wirklich gerne, aber heute gar nicht mehr. Jetzt
muss ich überlegen, weil ich habe wirklich vor kurzem wieder irgendeinen 2D-Plattformer gespielt und habe mir gedacht, der ist cool. Ich habe bei Merlin, weil die hat sich den geholt, Rayman Legends eine Zeit lang gespielt. Oder ein paar Level mal gespielt. Das ist schon ziemlich cool. Donkey Kong, das neue, das letzte Donkey Kong, das 2D-Donkey Kong. Stimmt, habe ich auch gespielt. Ja, aber ist nicht mein Lieblingsgenre 2D-Plattformer. Aber ich habe nichts dagegen. Stone Story habe ich gespielt. Stone Story ist super, Stone Story RPG, aber das ist ja kein Plattformer. Das ist ein Strategie- und Programmier-RPG oder so, vielleicht. Ich glaube, dafür gibt es keinen echten Namen. Okay, warten wir mal. Es wird dunkel. Aber der Hund bellt nicht, das irritiert mich. Der Hund sollte bellen, wenn die kommen. Ich hätte gedacht, dass du heute ins World Update von Mario Maker reinschaust. Ja, das wäre auch eine Idee gewesen. Heute ist ja quasi wieder ein Patreon-Stream. Und bei der letzten Patreon-Abstimmung wurde ja dafür abgestimmt, dass jeden Patreon-Stream, also jede zweite Woche, jeden zweiten Dienstag, irgendein Indie-Spiel, irgendein random Indie-Spiel gespielt wird. Und heute habe ich mir eben das rausgesucht. Und Mario Maker 2 ist halt kein Indie-Spiel. Sonst hätten wir es vielleicht machen können. Aber nächste Woche ist wieder nicht Patreon-Stream. Da suche ich mir dann wieder irgendwas Größeres aus. Hey, ist da eine Münze, klebt da eine Münze seitlich an meinem Geldbeutel? Ist natürlich auch eine Idee von der Monarchin, die wir hier spielen. Einfach die Geldbörse, wenn sie schon nicht größer wird, von außen mit irgendwas Klebrigen einschmieren. Damit die Münzen beim Rausfallen dran kleben bleiben, wenigstens. Auch nicht schlecht. Der Hund bellt. Er bellt aber in die Richtung. Müssen wir da lang gehen? Schauen wir mal. Ich verstehe nicht, warum die Bogenschützen nicht auf die Türme gehen. Aber vielleicht, weil es so wenig sind. Es wäre sogar gut eigentlich. Die sollen gar nicht auf die Türme gehen, aber trotzdem. Hallo! Lance Squid Bird Rider Sister. Ja, Bart ist gestutzt. Ich habe den ein bisschen gestutzt mal wieder. Ich habe den jetzt ziemlich lang wuchern lassen. Jetzt wird es mal wieder Zeit, hatte ich das Gefühl. Ich wollte mir auch schon die Haare schneiden, aber aktuell, ich meine, die sind jetzt sogar lang genug. Der Zopf ist jetzt 20 cm lang. Die sind jetzt lang genug, um gespendet zu werden und ich könnte die mir jetzt endlich abschneiden. Und ich bin froh, wenn der endlich abgeschnitten ist. Mittlerweile nervt er mich. Mittlerweile nerven mich die langen Haare. Lange Haare sind pflegebedürftig. Das geht mir auf die Nerven. Ich beneide niemanden, der lange Haare hat. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jetzt momentan zu Corona-Zeiten, weiß ich nicht, ob so Perückenmacher, so wohltätige Perückenmacher großartig Zeit und Interesse dran haben, Zöpfe entgegenzunehmen und wie das überhaupt hygienisch jetzt ist und so weiter. Ich, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal den Kerl aus seinem Käfig befreien. Glaube ich. Dachte ich. Ah, wisst ihr, was das sein könnte? Ein zusätzlicher Charakter. Es gibt nämlich 4 Charaktere aus Bloodstain, die man hier freischalten kann. Vielleicht habe ich gerade einen freigeschaltet, aber quasi noch nicht jetzt so befreit in dem Sinne. Und ab jetzt steht er zur Auswahl oder irgendwie sowas. So, was haben wir denn hier? Das sieht interessant aus. Ein Edelstein. Ah, ja, den kenne ich aus dem Hauptspiel. Der ist super. Viel schneller und hat viel mehr Ausdauer. Ups, da ist das Portal. Als irgend so ein doofes Knochenpferd. Nehmen wir lieber den König des Waldes. Nenne ich einfach mal so. Angeblich sollen die neuen Oberhäupter, also sie zum Beispiel jetzt, die wir gerade spielen. Wo läufst denn du bitte hin, Bogenschütze? Wo läufst denn du bitte hin? Musst du dich jetzt unbedingt opfern, oder wie? Na, der rettet den, oder was? Ach, so ist das. Jetzt gebe ich ihm nochmal 3 Gold. Und jetzt sitzt er auf meinem Pferd. Aha, jetzt bin ich der, oder wie? Oh, ich kann was.
Ich kann mich unsichtbar machen. Und ich kann mich in eine Fledermaus verwandeln. Aha. Jetzt verstehe ich. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir können jetzt super schnell über die Map reisen mit dem. Kostet das irgendwas oder kann ich das einfach immer machen, wenn ich Bock habe? Jetzt gerade geht's nicht auf jeden Fall. Naja, man kann es anscheinend nicht unbegrenzt machen. Aber das ist cool. So eine Fledermaus mehr werden hat schon was. Ah, jetzt geht's wieder. Ich muss noch rausfinden, wie die Regeln sind, wie ich das lesen kann, wann ich zur Fledermaus werden kann und wann nicht. Aber das ist ziemlich cool. Hätte mal den Knopf bei dem anderen Oberhaupt auch ausprobieren sollen. Dann wüsste ich jetzt, was sie kann. Sie könnte bestimmt auch was. Aber diese Fledermaus-Reise, Schnellreise-Funktionsdingens ist schon ziemlich gut auf jeden Fall. Die Gier kommt. Wir haben einen Bogenschützen auf dem Turm. Beziehungsweise werden die anscheinend zu Armbrustschützen, wenn sie auf dem Turm sind. Sieht so aus, als hätte er eine Armbrust in der Hand, oder? Ich glaube, wir sind jetzt quasi Dracula. Also, das Bloodstained Ritual of the Night ist ja eben kein offizielles Castlevania-Spiel, nur vom Castlevania-Schöpfer. Warte mal, warum ist gerade die Mauer hier verschwunden? Das passt mir irgendwie nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist hier los? Ich glaube, wir brauchen mehr Bogenschützen. Händler. Schön. Aber im Grunde hat er ein Castlevania-Spiel draus gemacht. Nur die Namen sind anders und die Figuren sind anders. Aber wir haben untote Vampire und Vampirjägerinnen, die nur alle ein bisschen anders begründet sind und dargestellt sind. Aber im Grunde ist es Castlevania. Und im Grunde sind wir jetzt quasi Dracula. Also wir sind quasi absolutely not Dracula. For legal reasons. Aber sonst sind wir Dracula. Ah, ich habe hier noch Bäume in Auftrag gegeben. Deswegen sterben wahrscheinlich ständig meine Handwerker. Gebe ich mal gleich noch mehr in Auftrag. Yay! Okay, in die Richtung habe ich eigentlich schon erkundet, bis es nicht mehr weitergeht, ne? Sollten die echt mal hier die Bäume fällen, dann könnten wir hier, glaube ich, eine ganz gute neue Grenze aufbauen. Da wäre schon noch viel zum Ausbreiten, aber ich sehe keinen Grund, warum ich mich ausbreiten sollte, ehrlich gesagt. Deswegen, naja. Ah, aber lange geht's nicht. Minecraft finde ich schön. Mit Shader und so. Sehr schmackhaft. Ich habe lieber, statt Shader, statt Sachen, die Grafik verschönern, so viele Mods, die so viele Funktionen hinzufügen und Fließbänder und Pipelines und Queries und lauter Shit, bis das Spiel deswegen nicht mehr läuft, weil es 100 Millionen Sachen gleichzeitig generieren muss. Die ganze Leistung, die meine Hardware zur Verfügung hat, stecke ich lieber in Mods, die mehr Funktionen hinzufügen. Deswegen bin ich da nicht so mit Grafikverschönerungen, weil je mehr Shader und je mehr Texture Packs und je mehr, ne, optische Verschönerungen, desto weniger Features kann ich in mein Minecraft bauen. Hey, warum ist da gerade eine Münze ins Wasser gefallen? Was ist denn jetzt los? Habe ich den noch nicht bezahlt? Doch, eigentlich schon. Okay. Warum haben wir keine Handwerker mehr, zufällig? Ich glaube, wir haben keine Handwerker mehr. Das könnte problematisch werden. So ganz ohne Handwerker ist das Spiel ein bisschen blöd. Oh, Mist. Ich habe jetzt nämlich gerade unsere äußere Verteidigungslinie zur Verbesserung in Auftrag gegeben. Und das heißt, dass die momentan nicht existent ist. Meine Bogenschützen glauben aber trotzdem, dass hier die Grenze ist, die sie verteidigen müssen und gehen nicht zurück hinter die Linien. Schade, schade. Ist die Mauer hier zufällig ziemlich kaputt, oder? Ich weiß nicht, wir müssen bis morgen warten.
Wenn die Gier Angriffsschwelle überwunden ist, muss ich dringend irgendwie neue Leute finden. Rein von der Story wären ja die 3D-Teile von Castlevania mit die interessantesten. Auf der PlayStation 2 gab es zum Beispiel einen Teil, der den Ursprung zwischen den Balmonds und Dracula zeigt. Also meinst du jetzt die 2.5D-Spiele quasi, oder? Weil die 3D-Castlevanias, damals für Xbox 360 und so, da bin ich kein so Fan von. Weil das war halt irgendwie so ein Devil May Cry, aber für mich kein Castlevania. Das fand ich nicht so cool. Aber diese... Ja, so diese Zwischenphase. Diese Zwischenphase nach den NES-Teilen und vor den 3D-Teilen. Vor den Adventure, den Devil May Cry-artigen. Quasi die so... für eben PlayStation 2 und 3DS oder DS, glaube ich, draus kam. Die sind die coolsten, finde ich. Das sind die besten mit Abstand Castlevania-Teile, finde ich. Aha, was haben wir denn hier? Einen Experten oder eine Expertin? Ich weiß nicht. Kann ich die jetzt eigentlich auch in eine Fledermaus verwandeln, wenn ich mich jetzt in eine Fledermaus verwandle? Nein, dann bleibt die zurück, das ist schlecht. Dann steig bitte wieder auf. Dann reite ich dich zu Fuß ins Dorf. Also mein Hirsch. Reitet uns zu Fuß, zu Huf. Mein Hirsch reitet uns zu Huf ins Dorf. So, hat jetzt lange gedauert, den Satz zu konstruieren, aber ich glaube, jetzt stimmt's. Zu Ross. Nee, zu Ross stimmt wieder nicht. Zu Hirsch. Ich höre einfach auf. Mein Hirsch muss schnauben, der hat keine Ausdauer mehr. Und hier ist nirgends Wiese, die er essen könnte. Voll blöd. Warum verliere ich manchmal Gold? Habe ich ein Loch in meiner Schatzkiste oder was ist los? So, könnt ihr beide jetzt mal bitte Handwerker werden? Das wäre gut. Genau. Und jetzt gehen sie gleich wieder da hinten raus, wo ich die Bäume markiert habe und werden gefressen. Ah, da habe ich mich in eine Bredouille gebracht. Einmal markierte Bäume können nicht mehr unmarkiert werden, leider. Aber wenigstens bauen sie jetzt mal die Grenze aus. Das ist auch nicht schlecht. Ein Hoch auf Huf. Genau, was ich meine ist Lord of Shadows, das stimmt. Die PS2 Castlevania-Spiele, die waren richtig 3D. Ich glaube, die kenne ich dann nicht. Ich kenne nur die N64 Castlevania 3D-Spiele. Und die waren weird. Nicht, dass ich die nicht gern gespielt habe, aber gut ist was anderes. Die waren interessant. Interessante Experimente auf jeden Fall. Jetzt habe ich die Expertin auf meinem Hintern, aber sie will irgendwie nicht mehr runter von mir. Ich kenne das schon. Die springt jetzt dann wieder mitten in der Gier-Invasion vom Hirsch. Immer das Gleiche mit der. Kommt hier mal ein paar Bögen vor. Jetzt sitzen wir die Nacht aus. Aber jetzt haben wir Bauarbeiter und Geld. Das ist gut. Ich mache mir jetzt nur ein... Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt mich hier einfach in eine Fledermaus verwandle... Dann wird die doch hoffentlich in meinem Dorf bleiben, oder? Hey, ich kann sogar über die Gier hinweg fliegen. Das ist gut. Hier, komm, nimm wieder eine Münze. Was hat denn der da geklaut? Der hat meinen Hund geklaut. Ah, das ist nervig, weil... Den Hund können wir wieder retten, keine Sorge. Dem Hund geht's gut, aber es dauert unter Umständen ein bisschen, bis wir den wieder kriegen. Aber der wird von der Gier gut behandelt. Und der Hund ist jetzt eh nutzlos eigentlich. Der geht nur ein bisschen Gassi mit dem. Den retten wir schon noch. Aber wir brauchen dafür die nötigen Werkzeuge quasi. So. Aber jetzt. Bauen wir hier mal noch eine Mauer auf.
Ich habe dir schon eine Münze gegeben, oder? Nein, das hätte ich beinahe vergessen. Immer in den Händler investieren. Ganz wichtig. Unbedingt. So, das passt erstmal auch. Fisch ist ein bisschen Gras, Mensch. Der ist schon wieder fix und fertig. Ich hoffe... Oh, okay, nee. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Bäume sind jetzt dann mal gefällt, weil die Bäume haben jetzt echt Probleme bereitet. Aber irgendwie, wo sind denn die Bauarbeiter? Ich habe doch so viele mittlerweile. Sollte ich zumindest haben. Hm. Keine Ahnung. Mach mal das Rathaus eine Stufe höher. Machen wir dann gleich. Ich muss mich jetzt ein bisschen schnell um die Verteidigung kümmern. Das Rathaus steht dann eh an. Ich muss nur... Wir brauchen eigentlich Farmland. Das wäre jetzt optimal. Ich weiß aber nicht, wo wir das jetzt herzaubern. Hey, und ehrlich gesagt... Weiß ich nicht, wo schon wieder unsere Bauarbeiter sind. Ohne Bauarbeiter können wir sowieso nichts machen. Sind die schon wieder alle gestorben wegen dem blöden Baum da hinten? Ich hasse meine Bauarbeiter. Ich könnte hier die Grenzen so schön erweitern. Ich habe hier auch Bäume markiert. Ist aber auch dämlich von mir gewesen. Ihr zwei, geht und werdet Bauarbeiter. Und zwar schnell, bitte. Sonst werde ich irre. Die Fledermausfähigkeit ist nicht schlecht. Hier sind so viele Hühnchen. Wo sind meine Jäger? Oh oh, das Geräusch war gerade nichts Gutes. Ich glaube, es ist Blutmond oder irgendwie sowas. Blutmond ist gefährlich. Die Blutmondnacht heißt, jetzt so früh im Spiel geht's eigentlich noch. Aber Blutmond bedeutet, die greifen jetzt unerlässlich an. Und ich muss quasi alle abwehren. Die Nacht endet nicht von alleine und die gehen wieder nach Hause. Sondern die gehen erst, wenn entweder jeder was geklaut hat oder ich wirklich alle abgewehrt habe. Na, schauen wir mal. Ich hätte jetzt Geld und Diamanten. Ich habe nur keine Handwerker. Das ist echt ein Problem. Auf der PS2 hat man vor allem das Plattforming im Vergleich zum N64 reduziert. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, glaube ich. Spielen sich insgesamt immer noch recht träge, aber besser als auf dem N64. Aber die Story ist halt ganz anders. Lords of Shadow hat sich, was die Lore um die Peitsche betrifft, stark daran bedient. Ah, okay. Ja, ich meine, wie gesagt, die kenne ich jetzt nicht. Oder den oder die Castlevania-Spiele. Aber für mich sind von denen, die ich kenne, auf jeden Fall eben diese Übergangsphase zwischen 2D und 3D schon die Krönung der Reihe. Okay, das sind viele. Oh, die sind schon durchgebrochen. König, flieg! Flieg und Sieg! Ah, das ist jetzt aber ungünstig. Ah, shit. Ich hoffe, meine Jäger erwischen noch ein paar Flüchtende, damit die nicht mit dem ganzen Geld durchbrennen. Na, die brennen mit dem ganzen Geld durch. Na, wunderbar. Hier, komm. Machen wir wenigstens jetzt ein paar Bauarbeiter aus euch. Hätte schlimmer gekommen können. Hätte schlimmer gelaufen können. Jetzt haben wir wieder Bauarbeiter. Und jetzt bin ich guter Dinge, dass wir jetzt hinkriegen, alles ein bisschen besser zu befestigen und zu verteidigen. So, jetzt bin ich pleite, aber die Seite dürfte jetzt, wenn die das schaffen, das auszubauen, ganz gut befestigt sein, immerhin. Naja. Hallo, Crusader, wie geht's? Verfolgst du den Castlevania Anime? Ja, ich habe die dritte Staffel aber noch nicht gesehen, aber grundsätzlich schon. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich mir fast die zweite Staffel nochmal ansehen muss oder so. Weil das ist so lange her, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich hoffe, die haben irgendwie eine gute Rückblende oder so. Ich kann mich an den Schluss erinnern. Doch, wird schon passen.
Okay, cool. Hier haben wir jetzt eine richtige Mauer und einen richtigen Turm. Wir können das noch befestigen, aber für den Anfang dürfte das reichen, hoffentlich. Oh, Handwerker, das gefällt mir schon wieder gar nicht, dass ihr so weit läuft. Aber die Bäume müssen jetzt mal gefällt werden. Es hilft jetzt nichts. Ist vielleicht ganz gut. Der soll jetzt nach vorn laufen. Blutmond haben wir erstmal überstanden. Und ich versuche... Ah, jetzt dreht er wieder um. Ja, ich weiß schon, was wir machen. Ich habe schon einen Plan. Wir müssen Grenzen einfach verschieben erstmal hierher in die Richtung. Ah, du hast die Bäume gefällt. Du bist mein Held. Jetzt aber schnell nach Hause. Komm, ihr schafft das noch. Lauf. Die schaffen das, glaube ich, nicht. Aber vielleicht. Hoffentlich. Das weiß ich. An das kann ich mich noch erinnern mit der Tron. Aber so wie ich die Spiele kenne zumindest, dürfte das hier nur ein vorübergehender Zustand sein. Eigentlich. Sollte man meinen. Mal schauen, wie das in der Serie gemacht wird. Ich meine, die haben ja natürlich ziemlich viel in der Serie angepasst und verändert. Aber die Castlevania-Reihe, die 2D-Teile, hatten ja eigentlich auch nur sehr wenig Story und meistens, wenn dann in sich geschlossene Story im Grunde. Da hieß es immer so, jetzt sind wieder 100 Jahre vergangen und jetzt fangen wir eine neue Geschichte an, so ein bisschen. Ah ja, stimmt, ich bin jetzt der Oberhirsch. Ich kann jetzt andere Hirschen anlocken, damit meine Jäger die töten, was super grausam ist. Aber wir sind immerhin ein gieriges Königreich und ein Vampir. Deswegen kommt ja nachts immer die Gier und überfällt uns, weil wir so gierig sind. Weil wir so viel haben wollen. Ihr nimmt uns wieder. Wo ist das? Hey, lasst jetzt den mal in Ruhe, komm. Nimm die Münzen statt den Hammer. Lauf jetzt, Mensch. Ich kann dir nicht mein ganzes Gold geben wegen dir. Der läuft einfach nicht. Ich hasse ihn. Jetzt hat er seinen Hammer verloren. Weißt du, wie viel so ein Hammer kostet? 3 Münzen. 3 Münzen. Ja, okay, das ist jetzt nicht die Welt. Aber trotzdem ärgerlich. Nur weil er nicht mehr laufen will. Ah. Hat der mich jetzt viel Geld gekostet. Für nix und wieder nix. Trottel.